Wir sind hier heute in London auf einem sehr spannenden Event. Wir reden heute hier in London über die Zielgruppen der Zukunft, wenn es um Hotels geht. Fünf Designer werden heute gebrieft und werden daraufhin fünf spezifische, auf Milieu abgestimmte Hotelräume designen. Wir haben Mitsui Design Tech aus Japan, Tokio, Bao aus Singapur, Gensler aus Amerika bzw. hier mit dem UK Office, Orchid Swanky aus London sowie Proof, ebenfalls ein Londoner Designbüro. So, how can we describe them? The digital avant-garde are cool non-conformists. Ich glaube, ich bin auf die Pole besonders gespannt, auf die Sensation-oriented, weil ich glaube, das ist richtig schwierig, ein gutes Hotel für die Hedonisten, wie wir sie in Deutschland nennen, zu machen, und die Established, weil das könnte total langweilig werden, aber es könnte auch richtig spannend werden. Das wird auf jeden Fall sehr spannend werden, auf der Messe dann wirklich das Endergebnis zu sehen und dann auch den Wettbewerb zu sehen, wer wird eigentlich gewinnen. Matthias und ich wurden sogar eingeladen, die Jury zu beraten, und das wäre natürlich ein toller Job, nochmal mit den anderen Hotel-Experten sich die Zimmer anzuschauen, zu überlegen, welches ist wirklich gelungen und trifft genau das Thema mit der Maus.